Guten Morgen, Leute. Ja, heute wollte ich euch mal ein bisschen das Farmen näher bringen, beziehungsweise mit euch gemeinsam eine Crop Rotation durchführen. Was genau ist eine Crop Rotation, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Und ja, dazu möchte ich euch zuerst einmal das Problem erklären. Also, ich habe jetzt über die letzten Monate auf ApeSwap. Das ist eine dezentrale Börse, die sowohl auf der Binance Smart Chain als auch auf der Polygon Main Chain oder ja, auf der Polygon Sidechain vom Ethereum-Netzwerk agiert, existiert. Und ja, da war ich jetzt mehrere Monate drin, habe die ganze Zeit Bananen gefarmt und die Bananen immer weiter verkauft. Und essentiell, was man in diesen Farmen macht, ist Liquidität bereitstellen. Also, was heißt das? Das heißt, wenn ich hier auf ApeSwap bin, auf Farmen klicke, sieht man hier ganz viele unterschiedliche Paare von Währungspaaren, die man dort anlegen kann. Und was man dort macht, ist, dass man von ja, von zwei unterschiedliche Assets zu gleichen Teilen zur Verfügung stellt. Also in diesem Fall hier sind es zum Beispiel DAI und MATIC, die dann im selben Verhältnis in diesen Pool reingeworfen werden. Also hier in dem Fall sind es knapp ja, 2000 Dollar, das heißt, das sind ungefähr 1070 DAI. An US-Dollar, also an US-Dollar-DAI-Token und das Äquivalent dazu in Matic-Token, also im US-Dollar-Wert. Ja, und was ich halt dafür bekomme, dass ich das dort abgelegt habe, sind im Moment 30% Zinsen in ausgeschüttet in Bananentoken. Also das ist halt der native Token von der ApeSwap-Plattform. Ja, und wie man hier sieht, sind halt überall die Zinsen für Kryptowährungen auf ein unakzeptabel niedriges Niveau gefallen, wenn ich hier einfach mal gerade sortiere nach den Dingern, wo ich was abgelegt habe. Ja, sieht man halt 27%, 27% im BNB und Matic-Pairing. 18% im Ethereum-Matic-Pairing und 31% im DAI-Matic-Pairing. Ja, und für Krypto ist das halt einfach nicht gut genug. So, du willst halt die verrückten Yields haben. Also will man nicht. Also ganz kurz, also jetzt unabhängig davon, dass ich nach höheren Yields suche, die Prozente stehen natürlich immer in einem Verhältnis mit dem Risiko. Also man muss irgendwo immer, also das ist das A und O beim Yield Farming, sein Risiko zu managen. Und ja, diese Token hier, die geben für im Crypto-Space vergleichsweise wenig Zinsen, aber worum handelt es sich bei diesen Coins? Also Binance, Ethereum, Matic und DAI. So, wir gehen einmal kurz auf CoinMarketCap. Oh, rote Woche heute oder rote Tage. Da handelt es sich halt um die größten Kryptowährungen, die du dir vorstellen kannst. Also nicht die größten, okay, Bitcoin, ne, ist natürlich nicht dabei, hat auch weniger Yield, deswegen bin ich nicht drin oder so kaum drin. Man sieht hier Ethereum, zweitgrößte Kryptowährung, Binance Coin, also das ist das, was sich hinter diesem BNB verbirgt, drittgrößte Kryptowährung, DAI, es ist eine US-Dollar-Währung, also man könnte argumentieren, es ist der oder ein Stablecoin im Space, das heißt, den kann man nicht wirklich bewerten. Und Matic müsste irgendwo, na, wo sind die denn inzwischen? Polygon, genau, Polygon Matic, Platz 19. Das heißt, das Ziel ist eigentlich immer, risikoadjustierte Überrendite zu finden. Das heißt, du willst halt wenig Risiko einnehmen, aber möglichst hohe Rendite bekommen. Und das macht man oder mache ich in der Regel damit, dass
ich Pairings nehme von Kryptowährungen, in denen ja, die halt irgendwie akzeptiert sind und bedingt darauf eine möglichst hohe APR haben. Das heißt, also ja, ich zeige euch einfach mal, wie ich vorgehe. So, ich habe schon mal hier DeFi Llama nach Polygon gesucht und aufgemacht. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wo ich alles potenzielle Farmen sehe, in denen man schauen kann, ob man ja bessere Rendite erwirtschaften kann. Es gibt halt Quick Swap auf Polygon, das hier ist Sushi Swap, das ist Curve. Wir können uns, ja, komm, schauen wir uns noch die Fine an und die KeyDAO. Boah, das sind schon relativ viele. Ach, und die machen gar nicht sofort die Seite auf, sondern erstmal die Quick-Swap-Seite. So, dann Webseite. Erstmal alles aufmachen. Etwas nervig. Network. Oh, jetzt will ich wieder meine. Nein, will ich nicht. Dismiss, cancel. Das ist nervig. Ich will, okay, probiere ich gleich. Ist mir überall die Webseite aufmachen. Zack. Okay, fangen wir einfach mal mit QuickSwap an. Das ist so die größte, die größte Farm auf dem Polygon-Netzwerk. Ja, schauen wir einfach mal. LP Mining. So. Genau, also wie kann man jetzt vorgehen? Also generell, ich bin eine Person, die möchte sein Ethereum nicht unbedingt ausgeben und auch nicht seine, also so die größeren Währungen ausgeben. Hat sich halt gezeigt, dass es immer eine schlechte Entscheidung war, die auszugeben. Das heißt, ich suche immer Pairings erstens mit diesen Währungen, die ich sowieso schon besitze. Und versuche darüber dann die Rendite zu optimieren. So, schauen wir einfach mal. Ethereum, das ist halt so das Größte. Man sortiert nach APY, um halt quasi die tagesaktuellen Zinsen zu sehen. Und hier dran möchte ich euch gerade einmal zeigen, wo viele Leute den ersten Fehler machen. So, zum Beispiel das hier, keine Ahnung, ist irgendeine Scheiße. Sorry für mein Wortlaut, aber also. Vielleicht ist dahinter ein solides Projekt, keine Ahnung, aber ich scroll meistens erstmal irgendwie so runter, um zu, bis, also sortiere nach den höchsten Zinsen, scroll so lange runter, bis ich halt quasi etwas sehe, was mir ins Auge springt, wo ich halt irgendwie was kenne. Und hier ist halt anscheinend nur Kacke gerade im Ethereum-Pairing. Scrollen wir weiter runter und hier habe ich das erste gefunden. Also erstmal, man kann natürlich irgendwie so vorgehen, dass man sich hier jedes einzelne Projekt anschaut und dann sagt, okay, guck mal, hier kriege ich 900% Rendite. Und vielleicht ist es ja ein solides Projekt, dann kriegt man gerade 3% Zinsen am Tag fast und dann herzlichen Glückwunsch. Das kann man machen, wenn man riskant spielen möchte. Aber gerade geht es darum, dass ich meine sicheren Sachen umschichte. Genau, und dann scrolle ich mal ein bisschen runter. Hier sehe ich das Erste, was mir ins Auge fällt. ETH-USDC, 73%. Das ist gut. 73% Zinsen schlägt auf jeden Fall mein Dai-Matic hier, was sogar, wo ich sogar sagen würde, dass das eine ziemlich gute risikoadjustierte Überrendite ist, weil Ethereum größer ist als Matic und dementsprechend, wenn ich meine Matic-Token in Ethereum umschichten würde und meine DAI-Token in USDC, könnte ich auf diese 2000 Dollar, die ich hier deployed habe, knapp 73% Rendite bekommen. Das ist natürlich ein Spot Rate, aber ja. Und hier sehe ich auch direkt das nächste. DAI Ethereum, so 60%.
also Stablecoin DAI, also ein US-Dollar-Token quasi, dann Ethereum USDC auch 60%. Gut. So, das wären zum Beispiel so Kandidaten, die ich mir anschauen würde. So, aber Ethereum hat leider das Problem sehr häufig, dass die Renditen nicht ganz so krass sind. Aber ja, das ist auf jeden Fall was. Schauen wir mal nach BNB, was die hier haben. Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Das merke ich mir auf jeden Fall. Zack. Warum ist das gut? Ja, Moment. Ja, jetzt lädt es gerade nicht. Jetzt lädt er gerade die Zinssätze nicht mehr. Okay. Ja, okay. Warum ist das gut? 143% auf BNB USDC. Ja, also muss man dann noch was erzählen, wenn man da 1000 Dollar anlegt, bekommt man darauf in einem Jahr 1400 Dollar. Dann muss ich einmal gleich schauen, wie ich das am schlausten spiele. Wahrscheinlich werde ich einen Teil meiner BNB-Matic-Position abverkaufen und dann da reinschlichten. Oder vielleicht einfach mein DAI-Matic. So, also das hier habe ich mir gerade einmal vorgemerkt. Dann, was gibt es noch? Ich habe jetzt hier quasi BNB einmal geschaut, Ethereum geschaut, DAI. Ja, schaue ich mal Matic. Okay. Matic, dabei handelt es sich um den Gastoken des Polygon-Netzwerks. Und damit kann man Transaktionsgebühren bezahlen. Ja. Achso, ich habe vergessen zu sortieren. sowas hier zum Beispiel. 3000%. So sowas niemals kaufen. So davon, also da verdient, wenn man da reingeht, ohne seine Research zu betreiben, dann verdient man es auch, sein Geld zu verlieren. Also, keine Ahnung. Decentraland. Shiba Inu. Phantomatic. Okay, interessant. 60%. Das ist solide. Solana Matic 52% ist auch solide. Sind halt, also bei Phantom und Solana handelt es sich auch um große Projekte und darauf 60% zu bekommen. Schon was. Er wächst 30. Ja, ist okay. Ja. Also, das schlägt auf jeden Fall. Steht auf jeden Fall diese Pools hier. Mache ich das der einfache Teil halber. Ich gucke mal gerade, wie die Kurse eingecrashed sind. Vielleicht kann ich da noch so einen kleinen smarten Trade mitnehmen. Das ist auch Phantom eingecrashed, ja, 10%. Okay, Phantom ist eingecrashed. Wahrscheinlich Polygon auch, Symmetric. Ja, 10%, okay. Was ich jetzt quasi mache, ist, ja, will ich das machen? Ich schicht, ne. Nee, es hat mich irgendwie noch nicht so ganz überzeugt. Ich guck mal weiter. Also, das hier schon, aber. Schauen wir mal auf SushiSwap, Enter App. Was die so für Farmen haben. Leider haben die SushiSwap-Farmen meistens relativ schlechte Rewards. Komm, ey, das ist so nervig. So, und jetzt einmal Polygon. So. Das geht eigentlich. Oder? Nee, geht eigentlich nicht. Das sind Shitcoins. Ja, okay. Hier brauchen wir uns eigentlich gar nicht erst drum kümmern. Also, hier Curve Wrapped ETH ist wahrscheinlich noch ein solides Pairing. Oh, Wrapped ETH USDT, aber das hatten wir eben auf QuickSwap besser. Also, das hier, aber, nee, ist crap.
Zack, wie immer bei SushiSwap. Dann Network, gehen wir mal hier aufs Polygon-Netzwerk bei Curve. Hier wird es wahrscheinlich auch nicht so hohe Renditen geben. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Dann verbinden wir uns auch direkt mal mit Define. Okay, das hier ist interessant. Tatsächlich, das ist der Tri-Crypto-Pool. Ah, da kannst du quasi, also das ist ziemlich cool. Nein, so wird er nicht. Da kannst du Ethereum, Bitcoin, USDT, USDC und DAI hinterlegen und darauf bekommst du gerade 27% Zinsen in Curve Token. Das ist gut. Tatsächlich ziemlich gut. Das Coole ist halt hieran, du hast halt relativ wenig Risiko. Und also bei Curve handelt es sich um die größte Börse überhaupt. Nee, ja, größte Stablecoin-Börse auf jeden Fall. Vielleicht mache ich das sogar. Mal gucken. Gucken wir noch einmal auf Define. Da habe ich nämlich schon mal gefarmt. Schon mal in den Popular Farms, aber in der letzten Zeit sind die alle am Sterben. Ja, Bitcoin ETH 40%, das ist schon ziemlich gut. USDC ETH 60% ist okay. Ist alles okay. Das wiederum sieht wieder nach einer sehr, sehr sexy Farm aus. Solana, Ethereum, 180% APR. Genau, aber so machen wir mal was Neues. Habe ich selbst noch nicht gemacht. Ich werde jetzt quasi meine Token hier für Curve depositen, damit ich weitere Curve Rewards bekomme. Dann zeige ich euch einmal gerade auch, wie das funktioniert. Hier seht ihr mein Matic Pool. Ich öffne das, ich drücke hier auf das Minuszeichen, um meine LP-Token abzuheben. Zack. So. Erhöhe die Gas-Fee, damit meine Transaktion schneller durchkommt. Muss das einmal auf meinem Hardware-Wallet bestätigen. Zack. So, die Transaktion ist rausgeschickt und währenddessen, ja, schaue ich mir gerade einmal an, wie ich das hier gleich machen werde. 0,1%, machen wir 0,2%. Naja, 0,1% Slippage. Genau. Also was ich jetzt machen möchte, ist quasi meine Token in DAI umwandeln und auf Curve staken, um Curve Rewards zu bekommen und zu 30% Zinsen damit zu bekommen. So, ist meine Transaktion durchgegangen, meine LP-Token wurden abgehoben und jetzt muss ich sie einmal verbrennen, um dafür meine Token zu bekommen. Dazu gehe ich hier auf Liquidity. Hier sehe ich dann meine Token. Das hat 644 Matic und 1077 DAI. Die remove ich jetzt und muss dafür eigentlich eine Message signen. Okay, das ist dann wahrscheinlich noch nicht approved. Okay, ich schicke das mir jetzt dann. Das dauert immer ein bisschen mit dem Ledger. Zack, Acceptance Send. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch eine Message signen, mit meinem Private Key und das Ganze kann ich dann in diesen beiden Token withdrawen. Ja. Genau, also ist relativ entspannt. Also vielleicht denkt ihr euch gerade, okay, macht das so viel Sinn, dass ich jetzt irgendwie von der Farm, die 27% gibt, in eine andere gehe für 27%?
It depends, so. Aber das Ding ist, es liegt auch irgendwo ein bisschen daran, was für Belohnungen man bekommt. Und Curve ist zum Beispiel eine Belohnung, die ich sehr, 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 sehr wertschätze und die ich halt weiter farmen möchte und behalten möchte langfristig. Deswegen, plus hier handelt es sich um Matic und DAI, so. Das sind beides große Kryptowährungen, das eine halt ein Stablecoin, das andere halt der Matic-Token. Aber hier kriege ich quasi für leicht andere, oder so, hier in diesem Pool gibt es drei unterschiedliche Stablecoins und Bitcoin und Ethereum. Das heißt, ach nee, es sind sogar 37%, muss ich eigentlich gar nicht so viel erklären, das ist höhere Rendite. Aber hier habe ich halt Bitcoin und Ethereum quasi dann mit drin, wenn ich dort DAI einzahle, und bin ein bisschen an deren Kurse, gepackt und habe dadurch aber wieder weniger Risiko. Das heißt, ja, plus ich will Curve haben. Ich will langfristig einfach immer mehr Curve-Token haben. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die, ja, dass ich da den Dip nicht so krass nachgekauft habe. So. Transaktion ist durch. Ich habe die Dinger jetzt in mein Wallet bekommen. Genau, jetzt ist es auch geupdatet. Und ja, dann gucke ich, ob ich hier irgendwie deposite ich dann nur die 1000. Nee, so. Das zeige ich euch noch eine weitere Börse. Das ist die One-Inch Exchange. Über die kriegst du immer die besten Kurse. Generally. So. Und ich will jetzt meine Matic-Token in DAI-Token tauschen. Ich sage jetzt einfach mal, okay, 750 davon ausgeben in DAI-Stablecoins. Ja. Und da gab es überhaupt Token. Ja, warte mal, ich muss noch einmal meine. Hier meine ja, 0,1%, 120 Gaspreis, ist alles gut. So, zack. Dann verkaufe ich. Previous expired. Swap Token. Ah, was ist denn jetzt los? Accept. Ja, komm, fuck it. 70 Slippage auf 0,5%. Confirm Swap. Das ist jetzt etwas nervig, weil er, also mein Wallet jetzt erstmal quasi ganz viele unterschiedliche Nachrichten signiert, und also mit dem Private Key signiert. Das heißt, jetzt taucht er die ganze Zeit auf. Tippen Sie auf Ihren Sicherheitsschlüssel, tippen Sie auf Ihren Sicherheitsschlüssel. Zum Glück muss ich nicht drauf tippen, sondern das macht dann der Schlüssel von alleine die Message signen. Wäre nervig, wenn es so wäre. Aber ja, ist halt so. Dafür ist es halt sicherer. Genau. So, und wenn das Ganze dann durch ist und die Nachricht, also die Transaktion final unterschrieben ist, muss ich das einmal quasi, muss ich einmal tatsächlich wirklich darauf klicken. Ja. Boah, das sind aber ganz schön viele Nachrichten, die das sind. Ja. Aber müssen wir machen. Ich frage mich, ob das so im Hintergrund so ist, dass er quasi bei jedem einen eigenen Smart Contract signed. Wahrscheinlich schon. Ja, also nicht nur Smart Contract, sondern wahrscheinlich generell Transaktionen, die dann irgendwie gebundelt werden in eine. Und der muss sich gegenüber, wahrscheinlich gegenüber jeder Börse, wo er sich quasi die Kurse gerade holt, authentisieren. Ja, genau. Aber Jesus Christ, der nimmt ja. Ist es ein Bug? Was? Nee. Läuft ganz normal weiter. Also,
Das ist halt der Trade-off dafür, dass man den besten Kurs überhaupt bekommt, den man gerade haben kann auf einer jeweiligen Blockchain, dass dann so eine Transaktion so lange dauert. Ja. Ich zeige es einfach mal. Oder hat sich das Ding aufgehangen? Also jetzt will ich auf jeden Fall, dass es. Wunderbar, die Transaktion. Ich war schon gerade echt etwas verwundert. Also, so lange hatte der noch nie gebraucht. Jetzt ist die Transaktion raus. Und jetzt, bei meinem Glück, wird die abgebrochen. Ne, hat geklappt. Gut. Jetzt habe ich meine Matic-Token für DAI verkauft und jetzt bin ich hier auf Curve. Refresh gerade einmal die Seite im Polygon-Netzwerk. Sage, ich will all meine DAI-Token depositen. Oh, nee, falsch. Nicht tauschen. Deposit. So. Das wäre etwas weird gewesen. Ja, und ich nutze meine Silo-Technik. Also, ach nee, komm. Ich deposite jetzt meine DAI-Token einfach in diesen Pool. Please approve spending on your coins. Zack. Gas-Fee 60. So. Dann erlaube ich erstmal Curve, meine Token auszugeben. Weil ich mache das jetzt nur, weil ich Curve relativ viel vertraue, weil es einfach die größte Börse ist. So, signiere die Nachricht. Oder signiere die Transaktion. Und ja. Wie ihr seht, dauert das alles etwas länger. Ist halt das Polygon-Netzwerk. So, zack, und jetzt kann ich die Token. Nee, nicht mit einem ein. Snippet. Sorry, Bro. 0,1%. Alle Token. Und jetzt lege ich die dort ab. Sehr schick. Okay. So, jetzt lege ich meine Krypto, also meine DAI-Token dort ab. Und ich muss nicht wieder so lange warten, bis die Transaktion durch ist. Nee, zum Glück nicht. Ja, und jetzt, sobald die Transaktion durch ist, habe ich meine Token gestaked. So, hier ist es jetzt auch schon drin in der. Im Block, das heißt, es ist durch. Dauert dann wahrscheinlich ein bisschen, bis man es einsehen kann. Ja. Genau. Und jetzt denke ich, das können also, jetzt habe ich quasi die LP-Token erhalten und jetzt muss ich der Curve-Plattform erlauben, diese LP-Token auch wieder anzulegen. Zack. Und ja, vielleicht noch so zur Erklärung. Ich meine, klar, also ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwie noch mehr Rendite rausholen können, indem ich zum Beispiel hier in den in diesen Pool hier gehen würde. Und vielleicht gehe ich da später auch noch mal rein. Muss ich mal schauen.
ob das hier in dem Ökosystem so viel Sinn hat. Da kriege ich halt 140% Zinsen, was offensichtlich besser ist. Aber hier denke ich mir, okay, ich habe hier einfach kein schlechtes Gewissen, das hier anzulegen. But no financial advice, as always. 50, zack, safe. Genau, und jetzt fragt er mich halt, also erstmal habe ich denen erlaubt, meine LP-Token auszugeben und auf der Plattform anzulegen. Und jetzt lege ich sie tatsächlich dort ab. Und ja. Bekomme jetzt meine Curve Rewards. Ist das nicht schön? ja, sieht jetzt weniger flashy aus. Aber gut, die Website ist auch nicht wirklich flashy. So, und um das Ganze halt zu umgehen, nenne ich das hier jetzt nicht nur ApeSwap Polygon, sondern Entität nenne es ApeCurve Polygon. Ja, das ist wie Farmen funktioniert. Und jetzt, ja, vielleicht um es noch einmal irgendwie zu zeigen. Run.curve. Also, ja, also hier, das ist jetzt, hoppala, hier, das ist jetzt der Pool, in dem ich Pharma und Curve Token bekomme. Ja, ich muss auch einmal ein separates Video zu Curve machen, aber ich hoffe, meine Farming, ja, mein Weg, wie ich eine neue Farm finde, konnte ich euch etwas näher bringen, meine Denkprozesse ein bisschen zu erläutern. Und ja, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.